Gesund zu sein ist das höchste Gut des Menschen. Der Verein Gesundheit im Heilklima hat mit den Gesundheitstagen in St. Veit eine Möglichkeit gefunden, Bewusstsein zur Gesundheitsförderung zu schaffen. Das Ziel unserer Gesundheitstage im Heilklima ist die Förderung der Gesundheit der Bevölkerung. Einerseits aber auch die Förderung unserer Gesundheitsunternehmungen, die in St. Veit angesiedelt sind. Das ist die Landesklinik St. Veit und die Onkologie-Reha in St. Veit. Aber auch die Förderung des Gesundheitstourismus in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Schwarzach-St. Veit. Im Rahmen der diesjährigen Gesundheitstage im Heilklima öffnet die onkologische Rehabilitation, welche 2015 eröffnet wurde, ihre Pforten. Also in St. Veit haben wir mehrere Standortvorteile. Zum einen ist das Heilklima hier eine große Hilfe. Es ist günstig, weil zum Beispiel Menschen, die einen Lungentumor haben, die Atembeschwerden haben, profitieren sehr davon oder auch Leute mit Tumoren im Halsbereich. Ein wichtiger Punkt ist auch die enge Anbindung an die Landesklinik St. Veit. Wenn Patienten gesundheitliche Probleme bekommen, dann können wir sie in der Landesklinik vorstellen, zum Teil dort auch einige Tage behandeln lassen, um die Reha fortzusetzen, die man sonst abbrechen müsste. Für chirurgische Probleme unterstützt uns das Kardinal-Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach, wo wir auch eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit haben. Ja, anders als pflegerisch ist es so, wenn wir Patienten eingewiesen bekommen, die einen relativ hohen Pflegeaufwand haben, dann schauen wir, dass wir die relativ nahe zum Pflegestützpunkt ins Zimmer bringen, damit die Nähe zur Pflege vorhanden ist, dass das Sicherheitsgefühl entsteht. Und wenn dann der Bedarf nicht mehr so da ist und die Patienten das wünschen, kann man ein anderes Zimmer sich aussuchen. Das heißt, die Selbstständigkeit fördern wir in dieser Art und Weise. Wir sind 24 Stunden vor Ort mit der Pflege und dadurch ist auch immer die Sicherheit da, dass sie, wenn es Bedarf ist, jederzeit unsere Pflegekräfte kontaktieren dürfen. Nach einer Operation, Strahlen- oder Chemotherapie sind viele Menschen geschwächt und verunsichert, wie das Leben weitergehen wird. Die onkologische Rehabilitation hilft mit einem ganzheitlichen Therapiekonzept, wieder zu einem weitgehend normalen und erfüllten Leben zurückzufinden. Es geht mir wirklich sehr gut und das Haus ist perfekt, die Pflege ist perfekt, einfach der Service ist perfekt. Ich meine, wir müssen jetzt nicht perfekt wiederholen, aber es ist einfach so. Zusammenfassend gesagt, es passt alles. Na, sehr super. Alle ganz nett und lieb und hilfreich. Die bauen mir auf einfach. Die Landesklinik St. Veit hat sich auf bestimmte Fachbereiche spezialisiert und verfügt hier über modernste medizinische Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Was die innere Medizin anbelangt, haben wir uns auf verschiedene Schwerpunkte konzentriert. Im stationären Bereich werden sehr viele ältere Patienten mit internistischen Erkrankungen behandelt. Und im ambulanten Bereich haben wir uns auf die Bereiche Diabetes- und Fettstoffwechselerkrankungen, rheumatische Erkrankungen, Nieren- und Hochdruckerkrankungen spezialisiert. Wir haben auch eine sehr gut funktionierende endoskopische Einheit, wo endoskopische Untersuchungen des Magen-Darm-Traktes durchgeführt werden. Die ambulante Versorgung von Patienten hat eine große Bedeutung, sowohl in der Behandlung als auch in der Vorsorge. Gesundheit zu fördern und zu erhalten, sollte jedoch nicht erst dann ein Thema werden, wenn sie droht, verloren zu gehen.